Jojojo, Leute. Willkommen zu dem Wochenendprojekt. Wir haben gesehen, im Intro eben, was übrigens der Lot war. Es handelt sich um Warriors Orochi. Falls man so ausspricht. Ja, das Spiel an sich ist wahrscheinlich ziemlich unbekannt. Aber die Reihe, aus der es stammt, nämlich die Warriors-Reihe, wird wahrscheinlich jeder schon mal gespielt haben. Ist bekannt für Dynasty Warriors 1 bis 6 oder 7. Und Samurai Warriors, ich glaube 1 bis 3. Ja, und wir starten, würde ich mal sagen, die Story. Geplant ist, dass ich zeige, wie man alle Charaktere freispielt. Es gibt, ich weiß nicht, es sind 90 oder so. Ist alle aus Dynasty Warriors und alle aus Samurai Warriors. Ja, und das ist das Spiel der lustigen Namen und der lustigen Aussprache. Ich habe bei manchen Charakteren keinen Plan, wie man die ausspricht, das werden wir mal sehen. Ich hoffe, es ruckelt nicht so stark. Und er hat mir anscheinend mein Safe eingesetzt. Das ist. Ja. Das ist ziemlich doof. Ich werde dann gleich mal meinen Safe da rauslöschen, weil ich von vorne anfangen will. Also, wir sind gleich wieder. Jo, da sind wir wieder. Also, ich habe gerade mal den Safe rausgelöscht. Und wir haben vier Kampagnen zur Auswahl: Bay, Shu, Samurai Warriors und Wu. Ja, ich weiß nicht, womit wir anfangen. Ich glaube, wir fangen mal mit Bay an. Falls man es ausspricht. Ja, es geht schon los. Also machen wir mal okay. Wir sehen, wir haben drei Charaktere, mit denen wir anfangen. Zaupi oder Kaupi. Ja. Und die anderen sage ich jetzt mal nicht an, ihr seht's ja. Ah, das ist schon wieder klasse. Ja, wir haben mit allen bis jetzt keine Waffen, außer die Startwaffe. Man sieht, man kann hier eine Menge machen, was wir alles noch nicht als Möglichkeit haben. Man kann auch sein Team ändern. Und ja. Man sieht hier alle Charaktere, die es dann gibt. Das sind eine Menge. Aber für die Kampagne haben wir jetzt nur drei. Wenn man die Kampagne durch hat, kann man alle Spiele, alle Charaktere spielen. So kann man nur die spielen erstmal, die man in der Kampagne freischaltet. Und wir haben auch nur ein Level zur Auswahl. Man sieht, die Kampagne hat 15 Level. Das sind insgesamt 60 Level, wenn man alle Kampagnen zusammenzieht. Ja, und man sieht unten, man kämpft mit drei Armeen. Orochi-Armee, Daji-Armee und Widerstandsarmee. Ja, rücken sie an drei Fronten vor, nehmen sie mit ihren Alliierten das feindliche Hauptlager ein. Das kennt man aus den Warriors-Teilen. Ist so Standard. Und ich muss auch mal gucken, wie ich das Ganze lenke. Beziehungsweise steuer. Schwierigkeit. Ja, nehmen wir mal normal. Die anderen schafft man eh noch nicht mit Level 1 schaffen. Und jetzt kommt wahrscheinlich ein Intro. Also sehen wir uns danach wieder, denke ich mal. Da hat man jetzt die ganzen Charaktere gesehen, die man eigentlich so kennt. Ja, der sagenumwobene Schlangenkönig Orochi stieg vom Himmel herab und die Welt war augenblicklich eine andere. Mit seinen teuflischen Kräften beeinflusste er Zeit und Raum. Er schuf eine Verschmelzung der Ära der drei Reiche Chinas, das sind die aus den Dynasty Warriors-Teilen, und der Sengoku-Zeit in Japan, das sind die aus den Samurai Warriors. Danach erprobte er seine Stärke an den Helden dieser Zeitalter.
Die meisten großen Armeen dieser beiden Zeitalter wurden durch Orochis Macht vernichtet. Cao Cao, Lord von Wei, wurde getötet und nun lag es an seinem Sohn Cao Pi, die Führerschaft des Clans zu übernehmen. Den werden wir jetzt spielen wahrscheinlich. In der Hoffnung, Wei selbst zu beherrschen, schickte Orochi seine Strategin Daji, um das Angebot einer Allianz mit Cao Pi anzunehmen. Nach der Unterzeichnung beauftragte Daji Cao Pi damit, jeden Widerstand gegen Orochi im Namen von Recht und Ordnung zu unterdrücken. Cao Pi befolgte Dajis Befehle gewissenhaft und ohne den geringsten Widerspruch. Und jetzt gibt's endlich das erste Level. Ja. Gucken, Bedingungen. Besiegen Sie Huangai. Oder Huangai, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er Gay heißt. Ja, wir sehen Niederlage, wenn Cao Zhang oder Daji besiegt werden. Wird nicht passieren, glaube ich. Obwohl normal, meiner Meinung nach, schon ziemlich schwer ist am Anfang. Naja, gucken wir mal, wie es geht. Ah, komm, scheiß aufs Video. Die laggen gerade eh wegen Traps. Und dann will ich mal gucken, wie man das Ganze lenkt. Mhm. Ja. Alles ein bisschen komisch gerade. Man kann irgendwie zwischen den drei Charakteren hin und her wechseln. Da muss ich gerade mal gucken, wie das ging. Das war für die Karte. Hätte vielleicht vorher meine Steuerung anschauen sollen. Naja. Kann man das denn jetzt noch? Nein, kann man nicht. Naja, egal. Wie springe ich? Wo springen? MMA springen. Cool. Ja, komm. Ach, sowas. Ja, das ist Xuguang oder sowas. Ist merkwürdig, so ein Spiel mit Tastatur zu spielen. Aber vor einem Jahr, als ich das letzte Mal gespielt habe, ging es auch ganz gut. Und dann gucken wir mal, was haben wir noch. Wir haben noch Inya, Zhang Liao. Wobei ich mir auch da nicht sicher bin, ob der so gesprochen wird. Und wir haben jetzt verschiedene Angriffe. Wir haben hier den normalen Angriff. Den können wir anfangs bis zu viermal aneinander koppeln. Und können die Combo durch einen Sturmangriff beenden. Das sieht dann so aus. Der macht dann ein bisschen mehr Schaden. Und wenn wir neue Waffen freischalten, ja, dann haben wir auch mehr Kombos zur Auswahl. Mehr als in den Dynasty Warriors Teilen. Man sieht, wenn wir auf normal spielen, hält der gegnerische Offizier ja schon eine Menge aus. Zhang Yao, den kennen wahrscheinlich auch einige. So, und dann haben wir noch unseren komischen Special-Angriff. Den hier. Während der aktiviert ist, können wir nicht getroffen werden. Und den können wir halt nur machen, wenn unten dieser komische Balken unter unserem blauen Lebensbalken aufgeladen ist. Und der Typ nervt. Ja, auf Normalspielen ist nicht unbedingt so praktisch, wenn man Level 1 Schad hat. Wir haben jetzt gerade gesehen, wir haben Erfahrung gesammelt. Das ist der gelbe Balken über unserem Leben. Man kann leveln bis 99. Pro Char. Das dauert ein Weilchen, bis man alle auf 99 hat. Ja, es dauert wirklich ein Weilchen. Auch wenn man es später erhöhen kann mit irgendwelchen Talenten. Dann können wir auch noch blocken. Was irgendwie nicht so klappt. Und jetzt gibt es ein Special. Und der hat jetzt total viel abgezogen. Ja, das ist, wenn wir im roten Energiebereich sind, dann bringt der Special ein bisschen mehr. Wobei man da anfangs auch nicht wirklich viel von merkt. Weil, ja, man sieht, wir haben nicht wirklich viel Durchschlagskraft. Und dann wechseln wir mal, weil wenn wir diesen Char zum Beispiel spielen, dann heilen sich die anderen beiden automatisch hoch. Und wenn wir zwei so eine Special-Attacken hintereinander machen, beziehungsweise den Char wechseln, während der eine das macht und dann mit dem zweiten Char auch direkt das Haus hauen, dann gibt es auch diesen Special. Ja, und der ist jetzt tot. Das heißt, wir droppen jetzt das. In dem Fall eine neue Waffe. Ja, und dann gucken wir mal, was wir hier durchkommen. Und irgendwie haben die Gegner gerade keine Sprachausgabe, beziehungsweise die Offiziere. Ich weiß nicht, ob man die einstellen muss. Ich guck dann mal bis morgen wahrscheinlich nach. Das Ding können wir aufmachen, wenn wir treffen.
ja, Musou ist dieser Spezialangriff. Und der wird uns jetzt wahrscheinlich wieder gleich helfen.